Herzlich willkommen bei der 100 Baby Challenge. Haus ist umgebaut, ja, sieht anders aus. Wir haben gerade die Kurve gekratzt mit dem Haus. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder fähig, mehr Kinder zu machen. Wir haben hier richtig die Kinderschlafstätte. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum ich 100 Baby Challenge mit so vielen Menschen spiele. Sims spiele. Das ist einfach ein bisschen. Es ist vielleicht dezent übertrieben, aber das bin ich. So bin ich halt. Ich versuche jetzt erstmal alle Sims auf Vordermann zu kriegen. Dass wir hier das Ganze ganz entspannt hier alles wieder ein bisschen. Wir brauchen Kohle. Die Kinder müssen teilweise vielleicht irgendwann nochmal das Haus verlassen. So, du brauchst nur Energie. Was ist mit dir? Blase, Hygiene. Verwenden. Duschen. Dann machen wir hier noch automatisches Licht. Alle Lichter, dass wir definitiv ein bisschen Strom sparen können. So kann Ditte ja nicht weitergehen. Was ist mit der Dori? Die ist nur müde. Was ist mit dir? Du bist hungrig, Mädchen. Dann mach doch mal Reste nehmen. Was ist mit dir? Du musst aufs Klo. Wir haben zum Glück jetzt mehrere Klos. Das wird jetzt so viel einfacher. Und dann kannst du auch Reste nehmen. Was ist mit dir? Du musst auch gleich aufs Klo. Dann, da da noch niemand aufs Klo gegangen ist, kannst du das mal machen. Und dann Reste nehmen machen. So, wird es jetzt sauberer? Ich hoffe es. Es wird langsam sauberer. Du bist auch ultra hungrig. Das heißt, vielleicht müssen wir gleich mal die Gelegenheit nutzen, dass wir hier mal verdorbenes Essen aussortieren machen. Und dann kochen. Und zwar 2, 3 günstige Sachen. Macaroni mit Käse ist immer gut. Und kochen. Eier und Toast ist auch gut. Partygröße. Dann steh mal kurz auf, Mädchen. Dass wir das hier mal ordentlich, ne? Dass ein bisschen was im Kühlschrank drin ist, dass die Kinder dann auch was essen können. Oh Gott. Denen geht es nämlich richtig scheiße. Richtig scheiße. Uff, uff, uff. Dem müssen wir nachher einfach mal eine Portion gleich hinstellen. Dann können die sich da gleich was nehmen, wenn wir hier gekocht haben. Hier fehlt mir immer noch ein Stuhl. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ist ganz merkwürdig. Und dann müssen wir machen Mega-Verkauf. Den Garten, das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen schöner machen. So, Doris muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Dori, aufstehen. Damit du hier auch nochmal aufs Klo gehen kannst. Guck mal hier, zack, verwenden. Bevor du zur Arbeit musst. Können wir das alles noch ein bisschen... Jawohl. Och, wie geil. Der Staubi, der geht jetzt einfach in jedes Zimmer. Oh mein Gott. Vielen herzlichen Dank. Das war eine gute... Das waren gute 500 investierte Simoleons. Simoleons. So. Das ist sehr gut. Yes. Schön. Ja, du räumst den Teller auf. Dankeschön. Wer ist denn das? Das müsste hier Fred sein. Fred, vielen herzlichen Dank. Das ist großes Kino. So mag ich das. Und dann müssen wir uns ja um die Kinder kümmern. Und vielleicht können wir ja nochmal den Herr Harper vorbeikommen lassen, weil Herr Harper ist ein potenzieller Bumskandidat. Noch mehr Kinder gibt. Level 1 der Kopffähigkeit. Yippie! Geiler Shit. So, jetzt können sich nämlich hier die Kleinkinder hier schon mal ein Gericht nehmen. Du kannst dir ein Gericht nehmen. Du kannst dir ein Gericht nehmen. Das ist unfassbar bei so vielen Sims, wie viel Geld halt für Essen drauf geht. Du kannst mal aufwachen, ein Gericht nehmen. Du kannst mal deinen ganzen Shit machen und ein Gericht nehmen. Was ist mit dir? Du gehst arbeiten. Perfekt. Du bist auch hungrig, ein Gericht nehmen. Und du gehst einfach schlafen. Das ist super. So, Dori ist zur Arbeit. Nice. Okay, wir haben jetzt auch erstmal genug Sitzplätze, dass Sims sich auch mal setzen können beim Essen. Das ist doch auch schon mal. Und auch genug Schreibtische für Hausaufgaben und so. Also jetzt können wir richtig Vollgas geben bei der 100 Baby Challenge. Mehr Babys. Labrani! Ja, Labrani, bin ich ganz bei dir. Okay, wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal kurz aufstehst und wir hier erstmal, genau, du stehst auch mal auf.
auch aufstehen. Nehmt euch erstmal, bevor meine Babys hier verhungern, das wäre echt scheiße. Auch Ivan und Johanna, die gerade erst groß geworden sind. Nehmt euch bitte alle mal ein Tellerchen. Genau, komm ich immer rum. Perfekt. Ja, ich weiß, dass Johanna sehr hungrig ist, aber ich mache doch gerade auch Essen. Es gibt doch gleich was. So, hier, du kannst dir dann gleich mal aufräumen. Perfekt. Noch eine Portion. Okay, jetzt machen wir erstmal den Mega-Verkauf, dass wir sehen, wie viel Kohlen wir haben. Ja, habe ich noch mehr Mega-Verkauf? Ja, hier drüben können wir nämlich auch noch einen Mega-Verkauf machen. Und dann machen wir mal Gartenpflegen. So, ist noch ein bisschen früh am Sonntag, den, ach du Scheiße, den, Alan einzuladen. So, derzeit benötigt keine Pflanzenpflege. Ja, das ist mir doch recht. Das ist mir doch recht. Das ist doch richtig, das ist richtig klasse. Dann kannst du dir vielleicht auch mal eine Portion nehmen. Und dann gehst du nochmal schlafen. Okay, wir haben anscheinend immer noch Kuchen im Kühlschrank, weil einige scheinen hier immer nur Kuchen zu essen. Dann können wir das doch schon mal in den Kühlschrank räumen. Und du könntest jetzt mal... Ich habe hier so ein paar Stinke-Kandidaten. So, dieses Kind, das braucht definitiv Kinderbetreuung. Und zwar kannst du dem mal ein Schaumbad verpassen. Gucken mal, ob das funktioniert. Weil manchmal ist das halt so ultra buggy mit den kleinen Kindern, die sauber zu kriegen. Meistens stinken die bei mir. Einfach, weil das nicht geht. So, wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt. Besorge dir ein Ninja-Outfit. Finde einen Ninja, der dich ausbildet. Yes, das sind die guten Antworten. Sehr gut. Okay, wird dieses Kind in die Badewanne gesteckt? Oh, wird das Kind tatsächlich gewaschen? Nein, ist nicht dein Ernst. Unfassbar. Ein Kind wird sauber gemacht. Okay. Dann hat noch jemand... Okay, du bist gerade im Essen. Was ist mit dir? Oh, dir geht's gut. Gut, dann könntest du vielleicht mal hier... die kannst du mal stapeln. Dann kannst du auch was lernen. Was ist mit dir? Du brauchst Aufmerksamkeit. Du kannst hier mal stapeln. Stapel. Was ist mit dir? Okay, du machst dir eh gleich ins Töpfchen, in die Hose. Dann können wir hier sagen, wer ist denn das da? Hannes. Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Hannes. Das machen wir nach dem Baden. So, dann kontrollieren wir gleich auch nochmal, ob jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Zusatzaufgaben machen. Yes. Zusatzaufgaben machen, perfekt. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. You're free to go. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du hast deine Hausaufgaben. Nice. Gute Kinder. Gute Kinder. Dann kannst du auch nochmal schlafen gehen. Kannst du ein Nickerchen auf der Couch machen. Ist mir wurscht. Wir müssen halt hier, ne, dass die Einserschüler werden. Dit wäre das Richtige. Perfekt. Du kümmerst dich weit. Ja. Und jetzt noch aufs Töpfchen bringen, das Kind. Oder machst du dir gerade in die Hose? Nein. Sehr gut. Oh, voll schön. So, das heißt, du kannst dich ausschlafen. Wir versuchen es zumindest. Töpfchen erworben. Perfekt. Sehr gut. Und die zwei lernen und sie machen Schläfchen. Dann würde ich dich gleich nochmal verwenden, dass du hier gleich nochmal mehr Auswahl, Kinderbetreuung, mehr Auswahl... Windel wechseln? Kann ich das Kind auch baden? Mehr Auswahl? Kleinkindbetreuung? Im Schaumbad baden. Okay, dann können wir uns das nämlich mit dem... Ja, das ist hier... Hä? Hä? Sprechen? Okay, irgendwie... Georg ist kaputt. Herr George ist irgendwie defekt. Guck mal, dann kannst du dich mit dem Kind... Kannst du das... In Schaumbad baden? Okay, ja, das sieht gut aus. Oh, überall die Skills. Die Skills gehen nach oben, Freunde. Großes Kino. Und du schläfst dich einfach aus und bereitest deinen Uterus auf eine Befruchtung vor. Das Jugendfest hat begonnen. Wir haben keine Zeit für das Jugendfest. Wir haben hier zu viele Kinder und zu viel Stress. Klatsch, klatsch, Applaus, Applaus. Ja, ja, Applaus, Applaus. So, dann stopfe ich jetzt das da mal in den Kühlschrank, weil es
Wäre sonst schade. Ich mach mal öffnen. Was haben wir eigentlich im Kühlschrank drin, ne? Aber nicht so viel. Wir halten hier noch eine Pieksefrucht. Die Pieksefrucht gibt doch auch ganz schön Kohle, ne? So, Johanna hat Bewegungsfähigkeit Level 2 erreicht. Nice, Johanna. Gut, hast du das gemacht. Wird es dann noch hier irgendwas mit dem Töpfchen oder dauert das? Okay, Töpfchen haben wir geschafft. Juhu! Kim freut sich. Du schläfst. Ja, ja, ihr könnt hier babbeln bis zum geht nicht mehr. Das wäre super, wenn du deine Zusatzhausaufgaben abgeschlossen. Nice. Kannst du jetzt das Kind in die Badewanne stecken? Steck mal deine Hausaufgaben in dein Inventar. Supi. Und jetzt bitte hier einmal den Georg. Der Georg, der möchte bitte... Nein, der Georg möchte in die Badewanne. Der kleine Furzkanone Georg möchte bitte im Schaumbad baden. Nicht sprechen! Auf Lesen vorbereiten. Warum will dieses Kind nicht gebadet werden? Ey! Dieser Georg. Kann ich hier sagen... in Schaumbad baden Georg? Geht das dann eventuell? Das ist so... ach man, das ist so schade! Und so nervig. Ich verstehe, warum keiner mehr mit Kindern spielt. Weil einfach verbuggt. Verbuggte Kackscheiße. Und ich bin so, ja, lass mal die 100-Baby-Challenge spielen. Kommunikationsfähigkeit im Raum. Sprechen ist ein großer Schritt für ein Kleinkind. Jawohl. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Bibbeli babbeli. Nein, 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 nein. Mit der Bratpfanne meine Küche zu vermöbeln! Evil Child! Ich hab ne Bratpfanne und ich reiß mal ab. Schön, ja, ja. Ja, du darfst von mir aus Videospiele mögen. Es ist eine Pracht! Es ist eine richtige Pracht. So, du hast Kohle mit nach Hause gebracht. Wie viel? 295. Das ist ein geiler Shit. Die Dori. Das ist Dori. Dann geh doch mal bitte richtig schlafen. Geh doch einfach richtig schlafen. Hä, was ist denn hier passiert? Kann das bitte in der Mülltonne bleiben? Dankeschön. Okay, dann machen wir doch mal hier Alan. Einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Dann lass doch mal auf so ein Date gehen mit dem Alan, oder? Die anderen kümmern sich hier schon um die Bude. Wir brauchen die Befruchtung. Befruchtung! Ja, super. Also einen richtigen Furzi gemacht. Einer, also Alan Harper wird gleich da sein. Na, hallöchen, Pupöchen. Direkt bei den... Oh Gott. Ja, YOLO. Jetzt wird direkt geknutscht. Kommen Sie rein. Und erstmal... Smoochies. Juhu! Oh, das hat ihn ja jetzt direkt umgehauen. Oh. Jetzt können wir küssen. Jetzt können wir hier. Jetzt geht's rund. Verführerisch flüstern. Oh, oh. Ja, ja. Ein Küsschen hauchen. Und dann können wir gleich so die Befruchtung stattfinden lassen. Let's go. Der Haushalt dieses Sims ist zu groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe den MCCC nicht aktiv, ne? Oh no! Oh no! Warte mal. Hä? Ah! Ah! Ich hab
Warum sind denn sie nicht aktiv? Wegen dem Sims-Update! Nein! Ich wollte doch jetzt Babys machen! Ich wollte doch jetzt die Sims befruchten! Dann gehen wir einfach so in die Kiste, auf geht's. Und wenn wir den MCC wieder aktiv haben, dann wird hier rumgerumpelt, bis die Balken krachen. Jo, ja? Dreht ihr alle schon am Rad? Bist du jetzt schon ins Bett gegangen, Dori? Du sollst doch hier schlafen gehen, habe ich doch gesagt. Jo, du... Hygiene. Oh, du bist immer noch dabei, das Kind zu baden. Oh, yippie. Hallöchen. Popöchen. Yes, please. Mit Herzchen. So muss das sein. Das ganze Kind voll. Das ganze Kind voll Haus. Das ganze Haus voll Kinder. Und Hauptsache rumpumpelt. Schön rumgerödelt. So, guck mal, du kannst jetzt selber mal duschen. Oh nein! Oh shit! Beim Bumsen erwischt. Hoppala! Hupsi-daisy! Und du gehst auch nochmal durchs Zimmer durch. Und das Kleinkind auch traumatisiert hier. George erstmal so... Oh. Warum habt ihr hier schon wieder meinen Müll hingelegt? Sag mal. Oh, danke schön. Das müsste Alexa sein, ne? Alexa, danke schön, dass du hier aufräumst. Alexa, danke schön, dass du hier aufräumst. Die ist immer noch eine Zweierschülerin. Morgen geht sie wieder in die Schule. Ich glaube, dann kriegen wir die alle auf eine Eins und dann werden die, können wir die älter machen. Freight im Bett. Oh Gott. So. Jo? Hat die Charisma-Fähigkeit erworben? Das ist gut. Schlafen? Kleinkind überprüfen. Ja, dann geh doch ins Bett. Geh doch einfach ins Bett, wenn die danach ist. Hör auf, hier rum zu flummin. Ach, du bringst das Kind mal ins Bett. Guck mal, ich habe das Gefühl, jetzt in dem neuen Haus ist alles viel entspannter. Hier werden Kinder durch die Gegend getragen. Wir haben genug Betten. Es ist irgendwie so ein bisschen harmonischer alles. Es ist so ein bisschen entspannter. Vorsatz. Oh, Vorsatz vorgefunden. Sehr gut, Alexa. Mental 5. Die Kinder sind irgendwie ein Stück erwachsener geworden. Das ist hier, das klappt hier. Ist ja ganz entspannt. Pille-Palle 100 Baby-Challenge. Easy peasy. Nein, Kent, hab keine Zeit. Keine Zeit. Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Arbeite weiter dran. Übung macht den Meister. Konzentriere dich auf andere Themen. Lass dir von einem Mitschüler helfen. Ich mache mal das Erste. Übung macht den Meister. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, wir müssen immer noch Kindermaß regeln. Kann ich die auch einfach, wenn ich hier so mache, Erziehung? Nee, ich kann die so nicht. Erneut befriedigendes Gespräch, sich selbst zu waschen. Eine lustige... also die müssen halt wirklich Quatsch machen, dass ich die quasi... Der schläft immer noch hier. Der Alan ist immer noch da. Ja. Aber ich würde sagen, wir lassen den Alan da einfach mal schlafen und beenden hier diese Folge. Das nächste Mal MCCC und es wird gesnoosnoot. Ganz wichtig, Ikin doof. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir wollt, wenn ihr mehr Sims wollt, wenn ihr mehr von mir wollt, das heißt nicht auch falsch an, wenn ihr mehr Ikin sehen wollt, dann kommt rum auf Twitch, wir streamen 4 bis 5 Tage die Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, manchmal Mittwoch. Ansonsten haben wir einen Instagram-Account, Huhn baut Sims, da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Freut mich, lasst ein bisschen Liebe da und wir sehen uns in der nächsten Folge.